Moin Leute, Trimax hier. In dieser Episode geht es darum, wie man den Golem richtig verteidigt, wie man den Golem kontert. Bevor wir jetzt zu den einzelnen Spielweisen übergehen, müssen wir erstmal den Golem verstehen. Also was macht den Golem aus, was macht ihn so stark, wo sind seine Schwächen? Erstens, der Golem ist sehr, sehr, sehr teuer, kostet 8 Elixier. Klar, ist schwierig ihn zu bekommen. Er ist meistens nur in der doppelten Elixierphase richtig lohnenswert oder wenn man schon einige Elixierpumpen gestackt hat, angesammelt hat. Der Golem ist extremst langsam und seine Entsendungsdauer, ihr seht es jetzt hier rechts unten, ist 3 Sekunden. Sprich, man setzt den Golem und erst 3 Sekunden später läuft er los. Das ist ein Nachteil, kann aber auch ein Vorteil sein. Also wenn man den Golem zum Beispiel nach hinten setzt, hinter seinen Turm, so setzt man ja für gewöhnlicherweise den Golem, braucht er ewig, ewig, bis er vorne an der Brücke ist. Und währenddessen generiert euer Gegner die ganze Zeit Elixier und kann dann richtig, richtig krasse Kombinationen mit dem Golem raushauen. Also ihr wisst ja selber, der Golem ganz alleine ist schlecht. Er wird erst richtig stark mit einem krassen Backup, also wenn er von anderen Truppen unterstützt wird. Zusätzlich explodiert der Golem, wenn er tot ist, und spaltet sich auf in 2 Mini-Golems. Den Explosionsschaden sollte man immer berücksichtigen. Sprich, er tötet Spear-Goblins, er tötet normale Goblins, er tötet Skeletons. Das darf man nicht vergessen. Es gibt insgesamt 4 Tipps und Tricks, wie man den Golem verteidigt, wie man sich gegen den Golem verhält, und die werden wir jetzt nach und nach durchgehen. Okay, Tipp Nummer 1 ist, wenn der Gegner den Golem einsetzt, ihr wisst ja, der Golem kostet 8 Elixier, dann könnt ihr sofort, er hat ja dann nur noch 2, 3 Elixier für die Verteidigung übrig, könnt ihr sofort auf der anderen Seite eine Offensive starten. Also zum Beispiel, ich nehme jetzt hier den Schweinereiter und die Kobolde, ist eine sehr beliebte Offensive, und der Gegner hat jetzt nur noch 4 Elixier in der Verteidigung. Er setzt jetzt hier zum Beispiel die Skeletons ein und die Kobolde. Ich habe noch den Zap ready, kann das Ganze zappen und schon ist sein Turm down. Und dann müsst ihr euch nur noch um den Golem in der Verteidigung kümmern. Also der Golem kostet 8 Elixier, er setzt ihn ein und dann hat er kein Elixier mehr in der Verteidigung. Die Kombination mit dem Schweinereiter und den Kobolden ist natürlich eine gute Sache. Noch besser eignet sich aber ein Allrounder, also sprich eine Valkyrie, ein Dark Prince, jetzt wie hier in diesem Fall. Das sind nämlich, wenn jetzt der Gegner irgendwie Kobolde oder Skeletons oder irgendwas Günstiges einsetzt zur Verteidigung, dann seid ihr extremst gut dabei, wenn ihr einen Dark Prince oder eine Valkyrie habt. Ich zeig's mal ganz kurz, der Gegner setzt den Golem, hat jetzt nicht mehr viel in der Verteidigung. Ich setze noch die Skeletons, da hatte der ja, glaube ich, jetzt die Skeletons gesetzt, die waren direkt tot. Danach setzt er die Kobolde, die sind auch direkt tot. Und dann kann der Dark Prince noch ganz locker den Tower angreifen. Gut, der King Tower war jetzt aktiviert, so viel Damage war das jetzt nicht. Aber regulär ist es sehr, sehr viel Damage, was man dafür relativ wenig Elixier, kriegt man da auch relativ guten Schaden bei raus mit der Methode. Also, der Gegner setzt einen Golem, setzt direkt auf die andere Seite einen Allrounder. Ein Ritter, Valkyrie, Dark Prince, das kann man wunderbar machen. Ein weiterer Vorteil der Taktik, dass ihr direkt auf der anderen Seite eine starke Offensive startet, ist, der Gegner setzt natürlich den Golem ein und möchte den Golem zum Beispiel mit Bogenschützen, den Magier, Musketier, Hexe, ihr kennt das alles. Ihr wollt ihn mit diesen Einheiten unterstützen. Wenn ich jetzt aber auf der anderen Seite mit dem Schweinereiter, den Kobold und Freeze ankommen, dann ist der Gegner gezwungen, zum Beispiel seine Bogenschützen einzusetzen. Er hätte jetzt auch eine Hexe einsetzen können oder ein Magier. Irgendwas, womit er den Golem unterstützen kann, wird er jetzt dazu gezwungen, es auf der anderen Seite in der Verteidigung einzusetzen. Und jetzt kann er seinen Golem nicht mehr mit den Bogenschützen in diesem Fall verteidigen. Und auch wieder mal den Turm bekommen. Schöne Sache. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Wie setzt man Gebäude richtig ein, also wohin und wann? Das ist auch eine sehr wichtige Sache. Ihr seht jetzt, der gegnerische Golem kommt hier jetzt. Ich habe die Kanone. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit einem Tombstorm machen, mit einem Inferno-Turm, Bombenturm, mit Hütten, mit einem Elixiersammler. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr müsst die Kanone oder das Gebäude genau da hinsetzen, wo ich es jetzt mache. Also insgesamt 4 Felder vom Fluss zurück. Also ihr könnt das zählen, 1, 2, 3, 4, ja, es sind 4 Felder zurück. Und leicht versetzt auf der gegenüberliegenden Seite, wo der Golem kommt. Ihr dürft die Kanone nicht zu spät platzieren. Wenn ihr die Kanone zu spät platziert, dann greift der Golem den Turm an. Wenn ihr sie zu früh platziert, das machen auch ganz, ganz viele falsch. Die Kanone hält, glaube ich, nur 25, 30 Sekunden, ich weiß es gerade gar nicht. Und wenn ihr sie zu früh einsetzt, dann ist sie schon halb kaputt, bevor der Golem da ist. So, ihr setzt die Kanone genau dahin. Der Golem kommt jetzt. Er wird jetzt automatisch in die Killzone
Distracted, also die Killzone ist, das ist die Zone, wo der Golem von beiden Türmen angegriffen wird. Ihr seht es jetzt hier, der Golem wird von zwei Türmen angegriffen und von der Kanone. Mega geile Sache, da geht sogar so ein Ultra-Tank wie der Golem relativ schnell down und auf jeden Fall auch günstig. Die Kanone kostet nur 3, der Golem kostet 8 Elixier. Und jetzt noch ein Vorteil, schaut genau hin. Wenn der Golem explodiert, dann greift er jetzt nicht nur den einen Turm an, sondern der andere, die Mini-Golem teilen sich auf und machen dann natürlich noch weniger Damage, weil der Damage auf beiden Türmen verteilt ankommt. Also eine sehr starke Verteidigung gegen den Golem. Genau da müsst ihr euer Gebäude hinstellen. Tipp Nummer 3. Konzentriert euch nicht auf den Golem. Der Golem ist zwar relativ stark, aber was wirklich stark ist, ist das, was hinter dem Golem ist. Also findet ihr alles Mögliche. In diesem Fall nehmen wir jetzt mal das Beispiel den Magier und die Bogenschützen. Ein ganz normaler Backup. Wir benutzen Tipp Nummer 2, wie man das Gebäude richtig platziert. In diesem Fall mal der Tombstone. Und jetzt konzentriert euch nicht auf den Golem, sondern konzentriert euch auf das Backup. Und da setzt ihr einen Allrounder ein. Ich habe jetzt hier die Valkyrie, ich hätte sie einsetzen können. Ich entscheide mich aber für die Barbaren. Packt die Barbaren direkt ins Backup rein. Das fällt sehr schnell um. Der Golem ist nur noch alleine. Skeletons sind auch noch am Start. Der Golem wird jetzt noch von einem Barbar getötet. Und dann seid ihr extremst in einen Elixier-Vorsprung geraten. So, hier jetzt nochmal genau das Gleiche. Ich setze wieder im richtigen Moment das Gebäude. Dadurch läuft der Golem nicht mehr zum Turm. Also ich isoliere den Golem. Setze dann die Valkyrie in sein Magier und in seine Bogenschützen rein. Die gehen alle down. Dann läuft die Valkyrie sogar wieder zurück zum Golem. Dealt da auch noch Damage. Und das ist wieder eine extremst gelungene Verteidigung. Also isoliert den Golem. Geht auf das Backup, was hinter dem Golem ist. Versucht das zu töten. Und konzentriert euch erst danach auf den Golem. So geratet ihr jedes Mal in einen sehr starken Elixiervorsprung. Eine der stärksten Verteidigungsstrategien überhaupt ist die Valkyrie kombiniert mit einem Freespell. Ihr wisst es selber, falls ihr das Hover-Mu-Deck spielen solltet, da habt ihr ja den Freespell und die Valkyrie am Start, könnt ihr das auf jeden Fall machen. Ich isoliere wieder den Golem, hau eine Valkyrie und instant einen Freespell drüber. Die Valkyrie dreht sich jetzt hier, tötet Magier, Barbaren und gleich auch noch das Musketier. Also immer noch die krasseste Verteidigung überhaupt. Habt es im Hinterkopf, solltet ihr diese Kartenkombination dabei haben. Kommen wir jetzt zu Tipp Nummer 4, dem letzten Tipp. Und der heißt einfach nur Schaden. Solltet ihr Einheiten dabei haben, die extremst viel Schaden dealen, das wäre der Packer, Mini-Packer, Minion-Horde, die drei Musketiere, beste Karte überhaupt gegen den Golem. Oder auch die Barbaren, ja, die Barbaren kann man da auch zuzählen. Ihr seht jetzt hier, wie schnell der normale Packer den Golem zerstört. Und nicht nur das, euer Packer hat jetzt in diesem Fall keinen Schaden kassiert. Ihr generiert die ganze Zeit Elixier und könntet jetzt ganz locker euren Packer noch in der Offensive verwenden. Hier jetzt nochmal die anderen beiden Einheiten. Da seht ihr, wie schnell so ein Golem umfallen kann. Auf der rechten Seite haben wir die drei Musketiere, auf der linken Seite haben wir den Mini-Packer. Und ja, ihr seht selber, der Golem kostet 8 Elixier, soll hier der Tank sein und der fällt einfach nur um gegen diese Einheiten. Besonders gegen die drei Musketiere. Sehr starke Sache. Die Minion-Horde kann zwar sehr viel Damage am Golem dealen, ihr solltet aber niemals die Minion-Horde sofort einsetzen, wie in diesem Fall hier. Ich setze jetzt mal hier direkt die Minion-Horde, setze sogar noch die Minions dazu. Der Golem kriegt zwar sehr, sehr viel Schaden, aber meistens hat der Gegner, wie gesagt, irgendwas dahinter und dann habt ihr kein Elixier mehr und der Gegner kann ganz locker den Tower zerstören. Also setzt die Minion-Horde ein, sie kann stark sein gegen den Golem, setzt sie wirklich nur ein, wenn ihr euch sicher seid, dass der Gegner in diesem Moment keine Pfeile hat, kein Magier oder sonstiges, was die Minion-Horde sehr stark countern kann. Okay, das war's auch schon mit dem Video. Nochmal schnell zusammengefasst, setzt der Gegner den Golem, pusht ihr die andere Seite. Ihr müsst wissen, wie ihr eure Gebäude richtig platziert, das ist eine ganz wichtige Sache. Genau wann und wo ihr sie platziert. Drittens, konzentriert euch nicht auf den Golem, konzentriert euch auf den Backup vom Golem, auf die Unterstützung vom Golem. Und viertens, solltet ihr Einheiten dabei haben, die richtig viel Schaden machen, könnt ihr die auch direkt auf den Golem setzen. Okay,
Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Schreibt es in die Kommentare. Waren da hilfreiche Tipps für euch dabei? Wusstet ihr schon alles? Habt ihr Probleme gegen den Golem? Und diesmal könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, welche Einheit ihr das nächste Mal, also welche, um welche Einheit soll die nächste Episode sich handeln? Was wollen wir als nächstes machen? Es wurde schon vorgeschlagen, der Prinz hat mich einige Leute im Twitch-Stream angesprochen. Die wollen sehen, wie man den countert. Einige wollten sehen, wie man den Miner countert. Oder den Lava-Hund. Schreibt einfach in die Kommentare, welche Einheit wollt ihr als nächstes in der Folge haben. Alles klar. Das war's. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute.